109 Indikatoren für eine Multi-Asset-Strategie. Das ist die Formel für den Leonardo-Mischfonds der ICM Investmentbank. Fragen zur aktuellen Allokation und ein Ausblick auf 2021 jetzt mit Dr. Norbert Hagen. Er ist Sprecher des Vorstands der ICM Investmentbank. Einen schönen guten Tag. Ja, ebenfalls einen schönen guten Tag. Ja, Leonardo da Vinci war bekanntermaßen ein Universalgenie, Herr Hagen. Was verbindet den Gelehrten mit Ihrem Fonds? Leonardo da Vinci betrachten wir ja als Universaltalent, so wie Sie es eben auch ausgeführt haben. Und genau das wollten wir ursprünglich mit unserem Mischfonds auch erreichen. Also ein Talent, das den Anlegern in jeder Börsenlage Erträge erwirtschaftet, entscheidende negative Entwicklungen rechtzeitig erkennt und so jederzeit richtig positioniert ist. Das war unser Ziel. Wahrscheinlich hätte auch Da Vinci die heftigen Börsenturbulenzen dieses Corona-Jahres 2020 nicht vorhersehen können. Herr Hagen, möglicherweise konnten jedoch Ihre besagten 109 sind es sogar, Indikatoren helfen. Wie haben diese Indikatoren mit Blick auf den Rückspiegel funktioniert? Das Modell allokiert auf monatlicher Basis. Das war unser großes Problem. Im Ende Februar hatten wir einen Aktienanteil von nur noch 55%, aber anhand der Entwicklung des März, die Sie kennen, wissen wir beide, dass es immer ein Problem war, im März überhaupt Aktien zu haben. Insofern die Neuallokation, die dann am 1. April kam, fuhr die Aktienquote auf nur noch 14%, was für uns natürlich irgendwo nicht nachvollziehbar war in der Gesamtlage, weil das Markttief hatte sich ja schon angedeutet, in der vorletzten Märzwoche. Soll heißen, wir mussten uns überlegen, ob wir der Allokation 1:1 folgen oder ob wir hier mit Trailing Stops, dafür haben wir uns dann entschieden, die hohe Position über einen Monat weiterfahren, mit natürlich der entsprechenden Absicherung unten drunter. Das war die richtige Entscheidung. Auch in dem ganzen Desaster hat sich dann der Fonds bis heute etwa 50% nach oben geschoben, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als dass wir heute wieder am Jahresanfang stehen. Sie haben jüngst mal in einem Kommentar dazu geschrieben, das Modell liest leider keine Zeitung. Halten Sie dennoch uneingeschränkt an Ihrem Modell fest oder werden Sie mithilfe der 2020er Erfahrungen nachjustieren? Was wir auf jeden Fall nachjustieren werden bzw. haben, ist die sogenannte Notbremse. Das heißt, wir haben Trailing Stop Losses unter den Positionen und dementsprechend denken wir, dass das Modell hier dann tragfähiger wird für Extremsituationen. Man muss immer sehen, das Modell hat natürlich Phasen wie 2000 bis 2003 punktgenau erkannt. Im März 2000 ist das Modell komplett aus Aktien raus. Das ähnliche Thema hatten wir auch wiederum im Herbst 2008. Auch da ist das Modell größtenteils ausgestiegen. Also insofern, das Modell ist für Wirtschaftskrisen auf jeden Fall tragfähig. Für eine Covid-19-Krise ist es natürlich schwierig, auch für politische Krisen, das ist das Thema Zeitung lesen, ist es die Frage, ob das Modell tragfähig ist. Dafür hat BCA Research, von dem das Modell ja ursprünglich stammt, auf Basis geopolitischer Entwicklungen eine Skalierung eingebaut, die wiederum dann dazu führt, dass auch die geopolitische Gesamtwetterlage einfließt. Und das ist natürlich für uns schon sehr tragfähig, das Modell auch weiterhin für unsere Fonds zu benutzen. Seit dem Crash im Frühjahr gab es die schnellste Erholung aller Zeiten. Wir sehen sogar einen Dow Jones auf Allzeithoch, Herr Dr. Hagen. Dennoch bleiben ja gewisse systematische Risiken bestehen. Welche sind aus Ihrer Sicht aktuell die wichtigsten? Im Moment ist die große Frage, ob die Impfserie, die jetzt startet, dazu führt, dass am Ende des Tages die Weltbevölkerung immunisiert ist. Und da liegen natürlich große Fragezeichen. Das heißt, es könnte durchaus dazu führen, dass wir hier eine Enttäuschung erleben in der Entwicklung. Und das haben die Märkte natürlich im Augenblick nicht berücksichtigt. Kann also dann durchaus noch zu größeren Rückschlägen kommen. Ansonsten ist diese liquiditätsgetriebene Hoss, und eine solche ist es, noch in den weitestgehend Anfängen. Das heißt, hier können wir noch viel mehr sehen. Denn die Risikoprämie, die die Aktien im Vergleich zu den Staatsanleihen ausweisen, sind eigentlich um 4-5% außerhalb des normalen Schnitts. Also hier ist noch viel Luft für eine Neubewertung. Und wenn dann das Thema Back to Work greift, also die Pandemie wirklich ihr Ende findet, dürften natürlich diejenigen Aktien, die
massiv drunter gelitten haben, entsprechend outperformen. Dementsprechend denken wir, muss es nicht unbedingt so sein, dass die Tech-Aktien, die jetzt die HOS getragen hatten, hier einen wesentlichen Performance-Kontribution liefern, sondern es sind dann die Zykliker, wie jetzt beispielsweise die Rohstoffaktien, möglicherweise natürlich auch die Industrie und vor allem die langlebigen Konsumgüter, die die HOS hier weiter nach oben bringen werden. Das sind ja alles ganz gute Aussichten, die Sie uns da schildern. Deshalb die abschließende Frage, Herr Hagen, wie stellen Sie sich mit Ihrem Fonds für 2021 auf? Wir verfolgen natürlich, wie kann es anders sein, das BCA-Modell weiterhin. Das heißt, die monatlichen Allokationen setzen wir um. Unsere Komponente, nämlich die Anleihenseite, die Unternehmensanleihen, Hartwährung, werden wir weiter in schwächere Bonitäten ausweiten. Wir werden hier schauen, dass wir auf der anderen Seite nicht ultralange Laufzeiten haben, denn wir gehen davon aus, die wirtschaftliche Erholung, wie man so schön auf Englisch sagt, the tide lifts all boats, wird wahrscheinlich natürlich auch die Schwächeren unter den Anleihenemittenten wieder nach oben bringen mit zunehmendem Geschäftsvolumen. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg für 2021. Dr. Norbert Hagen war das Sprecher des Vorstands der ICM Investment Bank AG. Danke für das Gespräch. Gerne.